So, ich glaube, jetzt haben wir nicht mehr genug grüne Äpfel für die andere Aufgabe. Deswegen hoffen wir, dass der Baum hier gewachsen ist. Wächst noch, okay. Was hat die vor? Wir öffnen mal stehen. Boah, auf einmal wird der Baum ganz. Kannst du Money? Wisst ihr, was ich jetzt verstanden habe? Hast du Money? Hast du Geld? Gute Frage, ob ich Geld dabei habe. Schön, dass man hier auch die Leute sprechen hört. Es gibt diesen ganzen Spiel hier eine gewisse Note an, halt Lebenssimulator, ne? Wow, Flitzebogen wieder. Wir sind wieder Flitzebogen mit 20 Frames unterwegs. Aber jetzt kann ich das ja besser steuern, also von daher. So, einmal alles runter von den Bäumen. So, das geht dann nämlich ziemlich schneller und dann zack, zack und dann sammeln wir einfach mal alles ein. So. Können wir durch den Baum gehen oder habe ich mich gerade verguckt? Habe ich verguckt. So. Worüber reden die beiden da? Ich stalke die jetzt. Was hat die vor? Oh, die fummeln miteinander. Wieso, da hast du einen neuen Freund? Oh! Sehr wichtig, sehr wichtig. Mitmachen, 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 mitmachen. Sehr wichtig. Lass es klappen, lass es klappen. Das wird sehr wichtig sein. Das wird eine der schwersten Missionen überhaupt. Jetzt fragt ihr euch, was machen wir da, ne? Wenn wir Glück haben, klappt alles. Den Apfel greifen wir uns einfach mal. Komm. Ja, 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 ja. Gut, da ist sie. Das wird jetzt eine schwere Sache. Cassandra ist die schwerste zum besten Freund zu machen. Sie will kein Haus. Und sie... Man weiß nie, was sie genau machen will. Sie ist glücklich, okay. Wir müssen nämlich sofort alles abbrechen, wenn sie böse sein möchte. Nein, 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 nein. Das ist das... Sie will nämlich manchmal böse machen. Das zum Beispiel. Dann müssen wir das alles abbrechen. Manchmal will sie freundlich sein, manchmal böse. Ah, verdammt, okay. Ja, wisst ihr, was ich meine? Komm, Cassandra will ich haben. Nett sein. Nein. Nein. Das darf uns nicht passieren. Wir müssen das sofort abbrechen, wenn sie irgendwas Böses machen will. Nein. Wir können das ja zum Glück abbrechen. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Nein. Nett sein. So. Cassandra ist ein Geist. Ich frage mich aber nicht, woher der ist. Wir müssen einfach mit nett sein, müssen wir Freunde werden. Das ist das Schwere. Das Problem ist, sie macht immer was anderes, obwohl wir auf nett drücken. Seht ihr das? Wir können auch auf gemein drücken. Jetzt mal auf gemein drücken. Gemein. Da kitzelt die zum Beispiel. Also man weiß nicht, was sie macht. Und deswegen dauert sowas... Ich glaube, einen Tag lang müssen wir das machen, so. Also, schon eine gewisse Zeit lang. Nein, böse. Um Freunde zu werden. Um beste Freunde zu werden, um genau zu sein. Freunde werden ist noch die einfache Methode. Übrigens kriegen wir Geistessenzen davon immer. So, nein. Nein, böse Cassandra. Genau, gute Cassandra. Wir wollen natürlich beste Freunde werden. Dann kriegen wir nämlich Entwürfe frei. So Geistentwürfe. Und ja, sie kann auch über Tag bleiben. Also nicht wundern. Aber sie haut bei Tag irgendwann ab. Das ist sehr gefährlich, deswegen... Nein. Ignoriere den Baum. Bitte, danke. So. Ja, sie kitzelt. Okay, das ist alles gut. Sie freut sich. Das ist der große Vorteil. Denn dann machen wir sie glücklich und wir sind immer noch Bekanntschaft. Also ihr seht, das dauert ein bisschen alles. Eine große Herausforderung ist das wirklich, weil die anderen werden deine besten Freunde, wenn du nett zu denen bist. Also nicht nett, sondern den Sachen erfüllst. Aber zu denen kannst du, zu ihr kannst du keine Sachen erfüllen, weil sie nicht einziehen möchte. Du Fotze, musst jetzt auch dein Picknick genau hier machen. Hau ab! Hau einfach ab, Rosi!
Ja, du erschreckst dich, ne? Das geschieht dir irgendwie rechts. So, ich glaube, jetzt ist sie sogar schon Freund gewesen, oder wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, hau ab! Genau, hau ab! Ja, Cassandra ist schon Freund, das ist gut. Also dauert das noch ein bisschen. Aber das machen wir jetzt auch noch hier zu Ende. Ich könnte auch offscreen machen. Aber... Sag mal, was macht die Alte da? Irgendwie hört man... Hier hört man nichts mehr, aber Hauptsache, die hört man. Sag mal, ist bei dir was quer, Alte? Hau ab! Hau ab! Ja, gib mir doch... Nein! Hau ab, Alte! Das gibt's doch nicht! Boah, die Alte geht mir auf den Keks unten. Weil hier ihre Buchparty... Die Buchparty ist ein bisschen nervig. Übrigens kriegen wir Bescheid, wenn wir zu Freunde sind. So, wir gehen einfach mal ein bisschen weg. So, glücklich sein, das ist alles gut. So, nett sein. Guck mal, Cassandra ist eigentlich auch gar nicht böse. Ich weiß auch, ich verstehe auch den Sinn des Geistes nicht. Irgendein Feature bestimmt. Dass man sich hier irgendwas freischalten kann. Das machen wir natürlich auch. So. Ja, hau ab! Du musst doch hier nicht stehen. Boah, Roman, deine Bürgermeisterin ist die beschissenste Bürgermeisterin überhaupt. Ich frage mich, warum die noch im Amt ist. Mal ehrlich. So, nett sein. Sie ist immer noch Freund, also es dauert noch ein bisschen, ne? Können hier über heiße Themen reden. Zum Beispiel, gibt es Geister wirklich? Wer weiß. Genau, sie haut ab. Das ist gut. So, und ja, wir haben schon 60 Essenzen. Sehr vorteilhaft. Übrigens kriegen wir zwei Minusse, wenn wir ja uns erschrecken lassen, aber... Wir können das ja immer abbrechen, das ist der große Vorteil. Weil sowas würde dann ewig dauern, bis das alles klappt. Aber jetzt ist sie gerade ein bisschen crazy drauf. Ja, guck mal, oh, sie freut sich. Das heißt, wir kommen dem Ziel immer näher. Ich finde es auch gut, dass wir diese... Verdammt. Sie in den ersten Parts hier schon beste Freundin kriegen, weil dann haben wir das Größte hinter uns, weil sie ist die schwerste beste Freund. Wie gesagt, wir haben den Nachteil bei ihr... Dass wir halt immer hier, sie nur wiederberufen können. Und wer weiß, ob sie überhaupt kommt, das ist die Frage. Und wir können hier kein Haus bauen, wir können ja nur nett sein oder böse sein. Wobei, ja, das auch irgendwie keinen Sinn ergibt, weil... Ja, wir können auch gemein drücken. Hallo, gemein. Boah, nett, guck mal, nett ist beides. Und dann kitzelt ihr uns bei gemeinsam. Ich weiß nicht, was ihr unter gemeinsam versteht. Aber es lohnt sich einfach. Es gibt einen riesen Preis dafür. Wenn sie irgendwann mal bester Freund wird. Nein. Wir lernen das alles noch. So. Nein, Cassandra. Was war das denn jetzt für ein Bug? Ja, manchmal bugt das Spiel auch noch ein bisschen rum. Das ist natürlich alles sehr lustig. So. Bester Freund wider Willen. Ich habe schon Ahnung, wie ich den Part nenne. So. Natürlich sind wir gleich voller Ektoplasma. Oh, das zieht sich natürlich in die Länge, ne? Das zieht sich unglaublich in die Länge. Aber sowas darf man nicht rausschneiden. Es ist einfach wichtig, damit man Bescheid weiß, ah, so kriegt man den besten Freund also. Und es ist nur diese Möglichkeit da. Es ist einfach die Möglichkeit warten. Und warten und am besten mit so viel Zeit mit ihr zu verbringen, wie möglich ist. Weil sie weiß nicht, was gut und böse ist. Das ist natürlich nicht unbedingt so schlimm. Ich meine, Menschen sind ja auch auf eine Weise böse. Ich meine, ich esse Hähnchen. Roman isst auch bestimmt Hähnchen. Wenn er kein Hähnchen mag, dann stopfe ich ihn das rein, je nachdem. Übrigens, schaut euch das an. Wir haben 98 Essenzen von glücklich. Wenn wir jetzt noch mehr kriegen, dann kriegen wir gleich eine Nachricht. Und wehe, die Alte verschwindet dann. Genau, maximale Anzahl erreicht. Mehr als 99 gibt es nämlich nicht von jedem.
Warum auch immer. Also es werden noch mehr auftauchen, aber wir können die nicht einsammeln. Aber Geister können wir ja eben bei einsammeln. Bei Geister ist ja auch eine Essenz. Aber sie klatschen. Das heißt, wir sind kurz vorm Ziel. Wenn sie nicht immer böse sein würde. So. Nein. Wie lange ist das noch? Hallo. Wir lernen das alles noch. Ich schwöre dir, Cassandra, wir werden beste Freunde. Lern, dass du Sandra schon heißt im zweiten Namen. Ja, das ist ein großer Grund. So, ab dem 1.4. startet ein neues Projekt bei mir. Es wird episch, es wird lustig, es ist mit Roman und mir. Ja, ab dem 1.4. möchte ich das starten gerne, weil wir haben es jetzt eigentlich fertig aufgenommen. Ich glaube vorgestern. Ja, vorgestern, genau. So, nein, übrigens läuft da hinten Sandy einfach mal vorbei. Also ehrlich, wir machen hier Geistergeschichten. Hallo? Was hast du jetzt schon vielleicht ein bisschen böse geworden, oder wie? Wo kommt die Musik her auf einmal? Hallo, Cassandra, was ist los? Cassandra, was ist los? Ah, geht doch. So langsam müssen wir aber auch mal ins Ziel näher kommen. Also, so langsam möchte sie uns verarschen. Ah, was ist los mit dir? Wir haben die ganze Zeit mit dir verbracht. Und du bist die ganze Zeit böse zu uns. Ach, du hast Spaß, okay. Meine Freunde sind auch deine Freunde. Merkt ihr das? Hallo? Hallo? Sandy, mach die Musik aus! Ich weiß, dass Sandy das ist. Ich sehe das ja. So, komm. Langsam muss es aber mal werden. Oh Mann, ich kann auch die Glücklichkeits-, die verschreckten Essenzen. Nein! Ich sehe nichts mehr! Oh komm, jetzt langsam müsste es aber Ende sein. Also bis 99 Geister muss ich noch nie gehen. Das weiß ich. Ja, da musst du auch nicht hier stehen. Verdammt. So. Ey, nicht zu Geistern sein, das ist unglaublich, was ich bisher hier in dem Let's Play gemacht habe. Man sieht, es dauert wirklich seine Zeit. Aber nun ja, es ist ja auch halbwegs wert, ne? Also man kriegt nicht nur eine Belohnung dafür, man kriegt mehrere Belohnungen dafür. So. Komm, jetzt muss es aber langsam mal kommen. Na komm. 74 Geister haben wir schon. So, immer weiterhin nett sein. Übrigens, wie ich das abbreche, wollt ihr gerne noch wissen. Ganz einfach, ich drücke einfach eine Gehbewegung. Also einfach nur gehen. Das ist der Trick. Na, ihr kennt ja, wenn sie was Böses machen möchte. Man sieht es ja auch halbwegs. Also von daher. Da, man sieht die Augen zum Beispiel, kann man es erkennen. Aber sie springt auch hoch und macht und macht nicht. Da oben ist Gino. Jetzt kommt Gino da oben auch noch lang. Das ist natürlich alles sehr crazy. Wetten der Spasti kommt jetzt auch hier hin. Wie ist, um Gottes Willen. Oh, ey. Sag mal, seid ihr irgendwie. Mann, was ist hier los? Die gehen mir alle auf den Piss. Und sie möchte irgendwie gerade nicht, beste Freund werden. Aber wir kommen langsam hin. Wir müssen jetzt langsam wirklich hinkommen. Ich müsste wirklich noch hier auf die 99 zugreifen. Das ist ohne Witz jetzt wahr. So. Also, ich hatte noch nie 99. Ich sammle nebenbei auch die... Nein, nein, nein. Nett sein. So.
95 übrigens. Ja, und das wird wohl doch mit den 99 was. Ja, du musst ja auch nicht da bleiben. Aber du gibst mir ja versteckte Essenzen, das ist natürlich sehr praktisch. So. So langsam müsste es aber mal werden, ne? Vor allem ist sie verschwunden. Schade. Das meine ich, damit sie verschwindet irgendwann einfach mal. Weil es ist einfach Tag geworden. Nun ja, dann müssen wir halt nächstes Mal ein bisschen weitermachen. Aber ich hoffe, wir sind bald am Ziel angekommen. Können wir jetzt noch ein paar Aufgaben machen? An Aufgaben arbeiten? Wollen wir stehen geblieben? Küchenchef Gino, genau. Hier 8 von 4, 8 und 4. Das ist natürlich sehr praktisch. Wir brauchen noch einen grünen Stuhl. Und zwar nur einen ganz normalen. Wir brauchen keinen speziellen Stuhl dafür. Es ist ja nur ein Stuhl. Und wer braucht schon einen coolen Stuhl, wenn er meinen Stuhl haben kann? Wenn ihr versteht. Dann malen wir dann noch schön an. So, warte, was brauchen wir? Grün, ne? Genau, dann malen wir den schönen grün an. Was habe ich jetzt angemalt? Ach, den. Okay. So. Und dann noch hier, nehmen wir rote Äpfel noch. Eine rote Lehne. Dann sieht das so aus, wenn das so ein angelehnter Stuhl wäre. Ja, genau. So. Und schon sieht das ein bisschen angenehmer aus. So, fertig. So schnell geht das. Ein Stuhl gebaut. Natürlich wird später noch alles genauer gemacht. Schade, dass jetzt unsere Dame von Begierde weg ist, sage ich einfach mal. Poppy machen wir jetzt als nächstes erstmal kurz. Wir können jetzt einen Designer-Blumensteller machen, aber wir bleiben ja ladengetreu. Von daher bauen wir wieder ihren alten Blumenständer nach, also das wird kein Problem sein. Ich glaube, das passt sogar mit den Teilen her. Oder es waren nur 6 Teile, ich weiß es gerade nicht mehr. Es waren nur 6 Teile, genau. Ja, willst du wohl rein? Dankeschön. Am Wochenende, was jetzt kommt, also das ist das Wochenende, das erste im... Ja, das zweite schon im Monat von März. Werde ich mal gucken, ob meine Grabber wieder geht. Also mein, nicht Grabber, sondern die TV-Karte. Wäre natürlich praktisch, weil, ja... Ist schon ein bisschen enttäuschend, dass die kaputt ist, halt. Also nicht kaputt, ich weiß nicht, ob die kaputt ist, aber es läuft einfach nicht. So, was bauen wir noch hier dran? Weil wir haben ja nicht genug Teile. Wir könnten jetzt... Ah, wir haben noch mehr davon, okay. Wir könnten jetzt uns eine kleine Wand hier bauen. Machen im Prinzip, hier ist nichts mehr. Hier endet das. Oder so eine Wand, eine Trennwand, dass die Teile hier getrennt werden gleich. Bauen wir dann hier so hin. Einen noch höher. Nein, falsche Richtung. Auch immer noch falsch. Da ist es, genau. Oder ist es das nicht? Nein, es ist das nicht. Okay. Ist es hier dabei? Das ist zu groß. Obwohl, die müssen ja ein bisschen größer sein. Die Blumen gehen ja auch ein bisschen höher. So. Die malen wir ein bisschen dunkler an. So, dann haben wir eine Trennwand. Dann seht ihr gleich, wofür genau. Machen wir alles noch in dem Part zu Ende hier. Ich weiß zwar nicht, wie lange wir schon aufnehmen, aber... Das sehen wir ja gleich in der Aufnahme. Und ich bin zufrieden und glücklich und Werkstatt. An Aufgabe arbeiten. Meine Hand schläft langsam ein, aber das macht ja nichts. Sir Theodosius möchte noch die beiden Skulpturen haben. Wir fangen an mit der Berliner Mauer, sag ich mal dazu. Ich habe mich damals die Freude gemacht, die Stände genommen. Weil wir müssen nur einen Punkt markieren. Wie ihr seht, das ist in der Mitte. Dann haben wir hier halt innerhalb von, wie heißt es jetzt, Österreich, also Wien. Wien hat ein Stück der deutschen Mauer geklaut. Ja. Die Wahrheit kommt ans Licht. Das ist die Berliner Mauer, ein bisschen davon. Woran man das erkennt, es hängt noch deutsches Fleisch daran. Speck ist größer als Stein. Ist es denn? Egal, das reicht so. So ein Stück der deutschen Mauer haben wir hier. Es ist ja eine Skulptur. Es soll ja einfach eine Skulptur sein. Und das ist ja eine Skulptur. Hat ja auch irgendwas Besonderes, so eine Mauer. Fertig.